In diesem Video schauen wir uns an, was mit der Wasseroberfläche passiert, wenn ein Eisberg bzw. Eiswürfel im Wasserglas schmelzen. Wie wäre es mit einem schönen kühlen Getränk? Naja, hier will ich mal herausfinden, was passiert eigentlich mit der Wasseroberfläche, wenn diese Eiswürfel hier, das sind Eiswürfel in Wasser, die werden jetzt früher oder später dahin schmelzen. Und ja, was passiert mit der Wasseroberfläche? Gibt ja nur drei Möglichkeiten: bleiben, steigen, sinken. Und hier habe ich ein Fähnchen. Das Fähnchen, ups, kleben wir hier hin, in der Hoffnung, dass es hält. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Zeit für ein Kaltgetränk. Was ist passiert? Naja, war ja eigentlich ziemlich deutlich, die Wasseroberfläche ist geblieben. Jetzt stellt sich die spannende Frage, warum eigentlich? Und es gibt in Schottland ein interessantes Schiffshebewerk. Das hat zwei Gondeln. Das heißt Falkirk Wheel. Ich kann das ja da unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Und das Besondere ist, die beiden Gondeln sind immer gleich schwer. Dadurch ist das ganz einfach, die Schiffe da zu heben, weil, wie gesagt, die eine Gondel geht runter, die andere geht hoch und das ist ganz leicht, wenn beide gleich schwer sind. Warum sind sie gleich schwer? Naja, ganz einfach, der Wasserspiegel ist immer der gleiche. Und wenn jetzt ein Schiff in so eine Gondel einfährt, wird genauso viel Wasser verdrängt, wie das Schiff wiegt. Das heißt, ein Schiff, was, sagen wir, 5000 Kilo wiegt, würde 5000 Kilogramm Wasser verdrängen. Und dabei bleibt auch immer der Wasserspiegel der gleiche. Das heißt, und das ist im Prinzip das, was man wissen muss, etwas verdrängt genauso viel Wasser, wie es selber wiegt. Wenn ich jetzt mir dieses Glas angucke, hier ist eine gewisse Menge an Wasser drin und dabei spielt der Aggregatzustand erstmal keine Rolle. Das heißt, ob das jetzt fest, Eis oder flüssig ist, wenn ich das Ding auf die Waage stelle, habe ich ein gewisses Gewicht und beziehungsweise eine gewisse Menge an Wasser und die bleibt. Auch wenn die Eiswürfel schmelzen. Es ist einfach eine gewisse Menge an Wasser. Die Eiswürfel, solange sie denn noch Eiswürfel sind, also sprich den Aggregatzustand entsprechend haben und fest sind, schwimmen sie. Warum schwimmen sie? Naja, Eis dehnt sich, beziehungsweise Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus, kennt man vielleicht von den Schlaglöchern in der Straße, da sind in den Ritzen, wenn dann da Wasser reingeht und es gefriert, dehnt sich das entsprechend aus und dann ist die Straße kaputt. Was bedeutet das? Naja, wenn sich Wasser dann ausdehnt, dann ist die Dichte geringer. Das heißt, bei gleichem Gewicht brauche ich für Eis entsprechend oder habe ich bei Eis mehr Volumen. Bedeutet, dass Eis letztendlich schwimmt, weil es ja dann sozusagen bei gleichem Volumen dann leichter ist. Also habe ich den Effekt, dass es schwimmt und es verdrängt wie bei einem Schiff genauso viel Wasser, was dem eigenen Gewicht entspricht. Und dadurch bleibt die Wasseroberfläche immer die gleiche, weil er immer genauso viel Wasser verdrängt wird,
was dem Gewicht entspricht. Und wenn der Eiswürfel schmilzt, naja, dann wird er ja weniger, verträgt er weniger Wasser. Aber gleichzeitig, das, was da geschmolzen ist, ist ja in Form von Wasser hier in dem Glas drin. Und daher bleibt der Wasserspiegel tatsächlich immer der gleiche. Vielleicht mal ganz interessant, was man mit so einem Glas Wasser mit Eiswürfel, was da für eine Physik dahinter steckt. Dann würde ich sagen, Prost!